Für Freunde alter Land- und Zugmaschinen ist es ein fester Termin im Kalender, das Helmerser Schleppertreffen. Am vergangenen Wochenende luden die Schlepperfreunde bereits zum 12. Mal in das kleine Dorf in der Vorderrhön ein. Mehr als 100 Besitzer alter und neuer Fahrzeuge folgten dem Ruf und stellten ihre Fahrzeuge auf dem Ausstellungsgelände ab. Die 2 Tage während der Veranstaltung hat nicht nur Kultstatus, sondern schon Festivalcharakter erreicht. Nur so lässt sich erklären, dass Schlepperfreunde aus ganz Thüringen und sogar aus dem hessischen Mattenzell mit ihren Fahrzeugen den weiten Weg auf sich genommen haben. Nach einjähriger Pause hat man sich auch 2011 wieder eine Menge einfallen lassen. Motto in diesem Jahr: 1001 PS, was natürlich in Anlehnung an die beinahe gleichnamigen morgenländischen Erzählungen gewählt wurde. Das Treffen hatte durchaus orientalisches Flair. Ein fliegender Teppich war eine der zahlreichen Attraktionen. Das machte natürlich auch die altgedienten Schlepperfreunde neugierig. Einen Schlepper aus dem Hause Lamborghini hatte man in Helmers schon bestaunen können. Aber einen fliegenden Teppich? Und so ließen sie es sich nicht nehmen und flogen eine Runde mit. Zugegeben, der Schlepper von Horst Brock musste hier einige PS mehr einsetzen, um die gewichtige Ladung zum Fliegen zu bringen. Aber... Das war doch viel besser wie der Lanz. Muss man mal gemacht haben. Glanzstücke der Landmaschinenausstellung waren natürlich die Lanz Bulldog. Wer die auf Hochglanz polierten Fahrzeuge sah, konnte erahnen, wie viel Liebe und Zeit ihre Besitzer in die Restaurierung investiert haben müssen. Doch das gilt nicht nur für die Lanz Bulldog, welche mit ihrem nachahmlichen Motorengeräusch zu den Perlen jeder Ausstellung zählen. Auch die Hanomag, Deutz, Fendt, Eicher und wie sie alle heißen, zeigten sich an diesem Wochenende von ihrer besten Seite. Viele Fahrzeuge befinden sich noch heute täglich im Einsatz. Um das Zusammenspiel von Mensch und Maschine zu testen, gab es einen Hindernisparcours. Einzigartig die Schlepperwippe. Ringo Brock zeigte den großen und kleinen Neugierigen vorab, wie es geht. Es wird nicht! Seht schon, es wird nicht! Es wird nicht! Ist der Leerglas? Das Hauptaugenmerk galt natürlich den alten Landmaschinen. Dennoch fand man auf dem riesigen Ausstellungsgelände auch Platz für verschiedene Sonderschauen. Ob Wartburg, Trabant und Barkas, Robur und Unimog oder SR2, MZ und AWO, jede der kleinen Sonderschauen hatte ihren Reiz und auch Besucher. In der Szene kennt man sich und daher weiß man auch, in Helmers gibt es immer etwas Besonderes zu bestaunen. So hatte Manfred Heim aus Kaltensundheim, der mit seinen Lanz Bulldog-Freunden angereist war, diesmal ein ganz besonderes Ausstellungsstück mitgebracht. Einen Stationärmotor aus den 30er Jahren. Der Motor wird nicht angelassen, sondern angeblasen und das mit Druckluft. Technisch war er schon mal in Ordnung. Nur als wir ihn ausgebaut hatten, wussten wir gar nichts. Weder Gewicht, weder Drehrichtung, gar nichts. Muss man ja schon mal irgendwo in der Bundesrepublik uns umorientieren, wer überhaupt da, und das sind nur ganz wenige Leute, die noch wissen, was damit ist. Ne? Aber genau diese Partner findet man auf solch einem Treffen. Vinzenz Rasbach aus Broderode brachte ein weiteres Juwel mit auf den Helmerser Bolzplatz. Was aussah wie ein Eigenbau, entpuppte sich bei näherer Betrachtung als ein Sondermodell aus dem Hause Multicar. Mit Multicar, Fahrzeugbau Waltershausen und Fahrzeugbau Kaiser ist in Zusammenarbeit gebaut worden. Kaiser ist ja gebaut worden und die Teile sind zu 99% von Multicar. Die meisten denken halt, es ist ein Eigenbau. Ne? Deswegen nehme ich jetzt schon die Wartungshefte mit und Betriebsanleitung. Nur 54 Exemplare des MB45 gibt es. Auch der Multicar von Vinzenz Rasbach war in einem bedauerlichen Zustand, als er ihn erstand. Ein Jahr Arbeit investierte er in die Restaurierung. Klar, dass solche Schätze unverkäuflich sind, oder? Hier, wenn einer so einen Schleppaufwand gebaut, der weiß, wie viel Arbeit in der steckt. Und auf jeden Fall wieder die Maschine behalten, denke ich mir mal. Ne? Wahre Schlepperfreunde lieben ihre Fahrzeuge und deshalb haben diese auch Namen. So jedenfalls das Gefährt von Georg Keller aus Waldorf. Sein Kettenfahrzeug aus dem Jahre 1965 hört auf den Namen Tamara. Den Namen habe ich immer mal ausgesucht. Da gibt es einen Kabarettisten, Miguel Müller. Und der hat bei so einem Auftritt hat er beschrieben,
ein ganz tolles Gerät, eine Mörtelmischmaschine. Und die heißt Tamara. Und da bin ich auf den Namen Tamara gekommen. Natürlich will man sein Schmuckstück auch ausführen. Mit einer Schlepperparade durch den Ort präsentierten sich die Schlepper und ihre Besitzer. Späten Nachmittag war es dann soweit. Die Sensation des diesjährigen Helmerser Schleppertreffens stand auf dem Programm. Der Traum vom Fliegen hat die Menschen seit vielen Jahrhunderten beschäftigt. Nicht ganz so lang, aber nicht weniger verbissen, arbeitet man im Schlepperclub an der Realisierung eines Traums. Einmal mit einem Schlepper fliegen. Vor 2 Jahren wurde ein erster Anlauf unternommen, welcher leider misslang. Doch nun sollte alles besser werden. Aber dieses Jahr klappt es, das haben sie mir besprochen. Dieses Jahr klappt es, dieses Jahr hebt er sich ab. Er fängt an und geht in Bewegung. Die Notleuchte ist eingeschaltet. Es handelt sich jetzt nur noch um Sekunden. Achtung, gleich kommt ein Karton. Der Schlepper fängt schon an und brennt. Einmal, zweimal. Salam alaikum, Allah sei mir gnädig. Verbrenn du nicht im Schlepper dort. Der Traum vom Fliegen, auch diesmal bleibt es ein Traum. Aufgeben wird man in Helmers aber nicht. Am Lagerfeuer, bei Live-Musik und einer Bilderschau von früheren Treffen konnte man die Eindrücke des Tages erstmals sacken lassen. Aber auch die ersten Ideen für das Helmerser Schleppertreffen 2013 keimten bereits auf. Und schon jetzt darf man gespannt sein.